Hallo ihr Lieben, heute habe ich eine Verpackung für euch. Und zwar ist das eine Verpackung für einen DIN-Lang-Gutschein. Und zusätzlich könnt ihr noch eine DIN-Lang-Karte reinpacken. Die Idee selber stammt nicht von mir, das möchte ich gleich dazu sagen. Ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Die Idee selber stammt von einer Kundin von mir. Sie hatte mir die Maße an sich für diese Verpackung auch schon geschickt. Ich habe dann noch ein wenig rumgetüftelt, weil es nicht unbedingt mit einem Magneten verschlossen werden sollte und es sollte auch ein Henkel dran und das ist daraus geworden. Die gesamte Verpackung hat ein Maß von 22 mal 11 und in der Höhe ist sie 1,5. Wenn ihr jetzt nicht unbedingt einen DIN-Lang-Gutschein verschenken möchtet, passender alternativ, denke ich auch, längliche Schokoriegel rein. Eine 100-Gramm-Tafel müsste da auch Platz drin finden von der Höhe her. Oder vielleicht eine Gesichtsmaske, Augenmaske, Fußmaske, was es da alles so gibt. Ihr findet die Maße trotz alledem wie immer auf meiner Homepage. Die blende ich hier unten ein. Und geöffnet wird das Ganze, indem wir hier, die Banderole festgeklebt? Nein, die Banderole schieben wir an die Seite und dann können wir hier diese Klappe öffnen und dann kann der Inhalt rausgenommen werden. Wenn ihr das mit der Banderole nicht machen möchtet, dann könnt ihr natürlich hier auf der Klappe von innen auch einen Magneten anbringen. Das ist die Farbe Südsee Sommer. An Stempelsets habe ich zum einen verwendet ein etwas älteres, etwas besonderes. Da nehme ich gleich das Glückwunsch wieder raus. Und Stanzform Basic mit Pep und das Produktpaket Flowers of Beauty. Wir legen los. Und zwar braucht ihr für die Box selber ein Stück Farbkarton in 24,5 x 16 und ein Stück Farbkarton in 22 x 11. Das Designerpapier ist 21,5 x 10,5. Dann haben wir die Klappe, den Verschluss von der Box quasi, der ist 14 x 11. Die Banderole ist 26,6 x 2,5. Und der Griff ist 29,7 x 1,5. Ich habe mir hier soweit schon alles mit Post-its markiert. Und wir fangen mit dem größten Stück an. Und das falzen wir an der kurzen Seite rechts und links bei einem Zentimeter und bei 2,5. Und das Ganze von beiden Seiten, 1 cm und 2,5 und einmal an der langen Seite bei 1 cm und 2,5. Das ist das größte Stück Farbkarton. Das falzen wir uns einmal nach. Und dann schneiden wir das auch etwas zurecht, und zwar hier unten an den Ecken, wo wir die ganzen Falzlinien haben. Die äußeren drei kleinen kommen raus und das vierte hier in der Mitte, das schneiden wir zur Klebelasche. Also ich schneide erstmal hier diese kleinen Rechtecke raus. Wenn euch die Klebelasche hier zu klein ist, dann könnt ihr das untere Stück auch dran lassen. Wichtig ist, dass ihr es dann mit abschrägt. Also entweder hier jetzt abschneiden und das kleine Quadrat anschrägen. Oder ihr schrägt euch das hier auf die gesamte Länge an, dann ist eure Klebelasche etwas länger. Die sieht man später nicht, die Klebelasche. Da müsst ihr einfach schauen, was euch da besser gefällt, besser zusagt.
was ihr an dieser Stelle besser handeln könnt. Ich lasse das jetzt mal so. Denn die beiden müssen jetzt hier an die kurze Seite. Aber vorher kleben wir uns von der Außenseite das Designerpapier schon auf. Das mache ich jetzt schon. Dann ist das etwas leichter, als wenn das gleich zusammengeklebt ist. Und wir den Hohlraum da drin haben. Das ist im Übrigen Petunien Pink. Ist ja eine neue In-Color-Farbe. Das ist auch später mein Oben. Also ich habe hier nur das eine Stück Designerpapier verwendet. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt hier diese Seiten auch noch bekleben. Aber ich fand das so ganz hübsch. So, jetzt nehmen wir uns hier die Klebelaschen und kleben uns die hier an die kurze Seite. Dazu lege ich mir das einmal flach hin. Dann kann ich die Klebelasche besser festdrücken von innen. Einmal an der Seite und einmal an der anderen. Darauf achten, dass das schön gerade ist. Und dann, das klafft hier natürlich immer noch auseinander. Das gibt sich aber gleich, wenn wir das Stück Farbkarton draufgeklebt haben. Wir müssen jetzt erst hier die beiden Ecken festmachen, damit die schon mal nicht mehr hin und her rutschen. Und ich nehme mir dazu jetzt einfach hier so kleine Holzklammern, die das Ganze festhalten sollen. So, eine Seite. Und dann hier die andere Seite. Und das lassen wir jetzt einen Moment antrocknen. Da kommt dann gleich dieses Stück drauf. Aber wie gesagt, wir lassen die beiden Ecken eben einen Moment antrocknen. Und falzen in der Zeit schon mal das Stück in 14x11. Das ist unsere Klappe. Und die falzen wir an der langen Seite bei 2,5. Drehen das Ganze und falzen bei 4. Und dann machen wir uns noch Markierung. Und zwar haben wir an dieser Seite die Falzlinien. Hier. Jetzt drehen wir uns das nach oben. Upsala. Dann brauchen wir einen Bleistift. Dann markieren wir uns einmal die Mitte. Das sind 5,5. Und hier rechts und links von dieser Kante aus 3 cm. Musste ich gerade bei meinem Muster noch mal gucken, aber ja, ist richtig von der Seite. So, und jetzt verbinde ich das einmal, damit ihr das besser sehen könnt, was ich gemacht habe. So, ne? Wir haben hier die Mitte. 3 cm, 3 cm und diese Fitzel, die schneiden wir jetzt ab. Einmal bis zur Mitte. Und einmal in die Richtung. Dann können wir unseren Bleistift schon wegradieren. Der überschüssige, der noch da ist. Und dann schrägen wir uns hier, ich falze das einmal nach, hier an diesem längeren Stück, da schrägen wir uns noch ein ganz bisschen die Seiten an.
Und dann haben wir die auch schon fertig. Die lege ich jetzt aber noch mal weg, weil wir uns jetzt hier um das Teilchen kümmern. In Zwischenzeit dürfte der Kleber angezogen sein. Ja. Und jetzt machen wir uns auf alle 3 Zentimeter Laschen hier, mache ich mir Flüssigkleber. Nehmt dann nicht zu viel, nicht zu wenig. Es soll möglichst natürlich nicht rausquetschen an den Seiten. So. Und jetzt gucke ich einmal, die schöne Seite soll zu mir gucken. Beim Schneiden drückt der Farbkarton ja immer so ein bisschen nach unten. Irgendwie habe ich die Kante hier nicht. Doch, da. Also muss das nach unten. So, und jetzt lege ich mir das entweder unten festhalten, nicht so drauflegen, sondern wirklich erst unten die lange Kante. Schauen, dass das hier bündig ist. Und schon mal andrücken. Gleichzeitig drücke ich hier an der linken Seite mit meinem Daumen schon mal den Farbkarton fest. Und dann nehme ich das Ganze hoch, positioniere mir das oben an der Kante und dann können wir es ganz ausrichten. Also ihr müsst da schauen, dass ihr euch da erst eine Seite vernünftig anlegt und dann könnt ihr das auch festdrücken. Natürlich vorsichtig, weil wir den Hohlraum haben. Es ist natürlich auch schwierig, da jetzt reinzukommen mit was Langem. So, dann haben wir quasi die Hülle an sich schon fertig. Die Klappe, die wir gerade gemacht haben, klebe ich jetzt von innen hier an den Boden. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die auch von außen aufkleben. Dann habt ihr aber hinten halt die Klebelasche. Ich fand es jetzt schöner, die nach innen zu kleben. Dafür machen wir uns hier Kleber hin. Also auf die Außenseite quasi. Und jetzt kommt das hier an die untere Kante. Ich stecke das erst ein Stück rein, dann lege ich es ab und schaue, dass die Klebelasche jetzt genau dazwischen sitzt. Dafür kann ich es auch noch mal zumachen. Das sieht gut aus. Und dann können wir es endgültig festdrücken. Dann haben wir die Klappe auch schon dran. Als nächstes machen wir die Banderole. Und auch die müssen wir falzen. Und zwar an der langen Seite bei 11,2, bei 12,8. Dann müssen wir das Brett einmal aufmachen. Bei 24 und bei 25,6. Das können wir einmal nachfalzen hier. Einmal locker mit den Händen. Da brauchen wir nicht unbedingt das Falzbein. Und die kommt jetzt hier drum. Die Banderole geht auch später nicht wieder ab, wenn ihr den Henkel dran gemacht habt. Das lege ich mir jetzt einmal hier rum. Und wichtig ist jetzt, dass ihr die nicht zu fest zuklebt. Denn sie soll ja beweglich bleiben. Kleber drauf, rumholen und dann ganz locker zukleben. Runterrutschen kann sie später von der Box auch nicht, weil wir ja den Griff noch haben.
Die lässt sich gut schieben, wenn man sie denn gerade schiebt. Ja, das ist gut. So, die lassen wir jetzt hier einfach erstmal. Dann können wir hier oben gleich den Griff anbringen. Und dann machen wir noch die Deko und dann sind wir auch schon fertig. Den Griff falzen wir, Griff, Henkel, wie auch immer, rechts und links an der langen Seite bei 1,5. Und dann nehmen wir uns das Falzbein nochmal und ziehen hier zwischen den Falzlinien einmal den Karton übers Falzbein, damit wir hier die schöne Rundung haben. Die beiden Klebelaschen drücken wir nach außen. Also so dann. Und die kleben wir uns jetzt fest. Ich fange mit einer Seite an. Und das klebe ich dann hier bündig an die Seite. Kurz festhalten. Dann nehmen wir die andere Seite. Nee, da ist noch nicht fest. Einmal hinlegen. Dann auf die andere Seite Kleber. Auch von der unteren Seite. Und dann kleben wir es an die Seite. Auch gut festhalten. Denkt immer dran, in der Box habt ihr den Hohlraum, nicht zu fest drücken. So, und wenn das ganz getrocknet ist, dann können wir hier unseren Henkel oder Griff, wie auch immer, noch so ein bisschen Form bringen. Dann machen wir noch zusammen die Deko. Die habe ich an sich schon vorbereitet. Ich habe mir einfach einen Kreis ausgestanzt mit den Basics mit Pep. Das ist der zweitgrößte von außen und der hat einen Durchmesser von 6,5. Dann habe ich hier schon ein bisschen gestempelt und zwar in Petunienpink und Rosé. Das sind hier aus dem Set die größeren Blumen und die Blätter habe ich diesmal gestempelt in Glücksgrün bei meinem Muster. Hatte ich sie passend zum Farbkarton in Südseesommer. Die Blumen knicken wir so ein bisschen. Da kommen dann gleich zwei, jeweils ein Dimensional drunter. Nicht zwei, einer reicht in diesem Fall. Vorher stempeln wir uns aber auf den Kreis noch das Glückwunsch. Und das stempeln wir jetzt heute mal in Schwarz. Und ich bin bei meinem Muster etwas hochgerutscht. Ich gehe jetzt mal ein bisschen tiefer. Glückwunsch könnt ihr halt zu vielen Anlässen nehmen. Deshalb habe ich das jetzt so einfach wie möglich. Wenn ihr das jetzt natürlich zum Geburtstag oder zur Hochzeit, kann ich mir das auch gut vorstellen. Vielleicht nicht unbedingt in diesen Farben, aber zur Hochzeit verschenkt man vielleicht auch gerne mal einen Gutschein. So, eine kommt dahin. Die andere hier. Und dann nehmen wir uns noch die Blätter. Da habe ich eins hier oben rausgucken lassen. Passt hier mit dem Flüssigkleber auf, der darf nicht
über den Kreis hinaus. Und das Blattpaar kommt hier noch hin. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt noch Bling Bling aufsetzen. So, und das Ganze kommt jetzt hier auf die Banderole. Also wirklich nur auf die Banderole ein bisschen Kleber. Das dann ausrichten. Da müsst ihr natürlich gucken, dass eure Banderole auch gerade sitzt. Etwas anziehen lassen. Und dann sollte das hier schon funktionieren. Jawohl. So, meine Lieben, ich lasse es noch trocknen, bevor ich noch mehr dran rumfummel. Das war's dann heute auch schon wieder. Ich bin gespannt, was ihr zu der Idee sagt. Ich finde sie super. Wie gesagt, ich habe nur noch ein paar Feinheiten gemacht und dann war sie auch schon fertig. Da habe ich kurz den Faden verloren. Ich wünsche euch trotz alledem, wie immer, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!